Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Dienstagabend. Ja, ich begrüße Sie heute hier aus Mücheln, genauer gesagt, wir sind auf der Kegelanlage oder Kegelbahn hier vom Verein Geißeltal Mücheln. Weshalb, das erfahren Sie im Laufe unserer Sendung. Ja, Rennboliden der besonderen Art machten am Samstag in Dreusig die Straßen wieder mal unsicher. Und meine Kollegin Marie-Louise Luther hat sich auf den Weg gemacht und sich die rasenden Kisten einmal näher angeschaut. 1, Stopp! Sie sind bunt und sie sind schnell. So eine Seifenkiste bringt nämlich mal locker 50 km/h auf den Asphalt. Und man muss auch ein bisschen Mut mitbringen, sich in so eine Kiste zu setzen und die Piste hinunterzufliegen. So auch beim diesjährigen Seifenkistenrennen in Dreusig. Wie viel Aufwand so etwas macht, weiß Leonardo Stütze vom Dreusiger Kulturverein. Also es ist so, dass wir unser Ziel ist es so, jedes Jahr das Seifenkistenrennen 14 Tage nach der Einschulung zu fabrizieren. Das hat sich mittlerweile auch schon rumgesprochen, wird auch immer im Seifenkistenrennkalender.net eingegeben, dass wir halt 14 Tage nach der Einschulung in Sachsen-Anhalt mit den Seifenkistenrennen starten. Und dann können sich die Leute eigentlich darauf vorbereiten. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es das vierte Mal, dann wird es auch alles entspannter, das Seifenkistenrennen vorzubereiten, trotz des ganzen Aufwands. Wenn ich mich erinnere, das erste Seifenkistenrennen habe ich im Januar angefangen zu planen, wo ich da jetzt eigentlich schon eher entspannter rangehe und da so Mai, April erst anfange mit planen. Bereits zum vierten Mal geht das Seifenkistenrennen in Dreusig über die Bühne. Auch fürs nächste Jahr gibt es schon Pläne. Also wir haben im Vorstand, haben wir schon kurzzeitig darüber gesprochen, dass nächstes Jahr halt das fünfjährige Seifenkisten ansteht. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen, weil ich denke, runde Feste soll man feiern. Seifenkisten sind aus Holz, Sperrholz oder ähnlichen Materialien, selbst konstruierte oder aus vorgefertigten Bausätzen montierte vierrädrige Kleinfahrzeuge. Sie sind antriebslos und werden auf abschüssigen Strecken alleine durch die Hangabtriebskraft bewegt. Die Lenkung der Seifenkisten wirkt mit Lenkseilen oder einer anderen Lenkvorrichtung auf die vordere Starrachse, die als Ganzes geschwenkt wird. Seifenkisten können bis zu 50 km/h schnell sein. Die Rennregeln des DSKD sagen, dass in Deutschland im Rennen an keiner Stelle die Geschwindigkeit von 60 km/h überschritten werden darf. Gewertet wurde auch in diesem Jahr wieder in Dreusig in drei Klassen: Speed, Holz, in der die Kisten fast komplett aus dem Material bestehen, und Gaudi. Das Dreusiger Seifenkistenrennen ist ein sogenanntes Fun-Rennen, bei denen neben der Geschwindigkeit auch der Kreativität bei der Gestaltung vermehrt Beachtung geschenkt wird. Nachdem die strenge reglementierten Rennen an Beliebtheit verloren haben, werden vermehrt Plauschrennen veranstaltet. Aber auch die Sicherheit spielt eine große Rolle. So sind auch viele Helfer mit im Einsatz. Ja, wir haben ca. 6 Mann von der Feuerwehr sind da, um Absicherung zu machen. Dann haben wir 2 Leute vom DRK da, die für die Sicherheit sorgen. Die Polizei ist da und ungefähr 10 Mitglieder des Kulturvereins oder 15 Mitglieder des Kulturvereins, die sich rund um die Sicherheit mit kümmern. Aber auch für den Kulturverein ist das jedes Jahr aufs Neue ein Erlebnis. Ja, ein ganz cooles Erlebnis. Also wir sind auf jede helfende Hand angewiesen und wir freuen uns über jede helfende Hand. Dank dem Verein können wir das auch stemmen. Und unser größtes Erlebnis ist eigentlich jedes Jahr, das Wetter abzuwarten, da wir ja dieses Jahr so ein Glück haben mit dem Wetter. Zwar so heiße Temperaturen, wie wir es gar nicht erwartet haben, mit 34 Grad, aber lieber 34 Grad als wie 4 Stunden Regen. Und jetzt nochmal Schwung holen. Und
Front. 34, 36. Oh, trotzdem 34 km/h. Nächstes Jahr feiert das Seifenkistenrennen sein 5-jähriges Jubiläum und man kann gespannt sein, was sich die Treusiger da wieder alles einfallen lassen. Im Zeitzer Schlosspark war am Samstag ja so allerhand los beim diesjährigen Mittelalterfest. Über 30 Handwerker und Händler haben die Besucher in das Marktleben des Mittelalters entführt. Der Medikus heilte auf skurrile Weise so manch Leiden beim Volk. Ja, und Ritter stellten das Leben im Mittelalter vor und nicht nur das. Sich einmal fühlen wie im Mittelalter, das konnte man am Wochenende in Zeitz erleben. Denn Mittelalterfeste sind immer beliebter und deshalb konnte man sicher auch in Zeitz im Rossnerpark das erste Mal einen Mittelaltermarkt erleben. Der Rossnerpark verwandelte sich da nämlich in ein Mittelalterlager. Das Familienunternehmen Heiterhaufen sorgte für die Zeitreise der Besucher. So gab es viele Aktionen und Beschäftigungsmöglichkeiten für die großen und kleinen Ritter. Dabei konnten sich die jungen Besucher des Marktes in allerlei alten Spielen ausprobieren. Wo immer Heiterhaufen zum Mittelalterfest anreist, ist das Kinderritterturnier ein Programmhöhepunkt für die kleinen Recken. Die Teilnehmer üben sich dann in verschiedenen Disziplinen und erlangen am Ende des Turniers den Ritterschlag und eine Urkunde vom König. Eine Märchenerzählerin erzählte die alten Geschichten und man konnte auch mit einem Esel eine kleine Runde über das Gelände machen. Ausprobieren konnten sich die kleinen, aber auch großen Besucher an verschiedenen Ständen. Lieber Christian, ja genau. Ich wünsche dir und eurem Papa viel Glück mit diesem eurem neuen Glücksufereisen. Bitte schön. Auch euch gebe ich 100 Jahre Garantie auf das Glück und auf das Eisen. Na, das hoffe ich. Bitte schön und kommt gut aufs Gehöft. Und was wäre ein Mittelaltermarkt ohne die beliebten Stände von Schmuckwaren bis hin zu Getränken? Musik.
schön. Das wäre jetzt ein Fruchtwein. Dankeschön. Das ist ein Kirschwein mit einem Schuss Honigwein, Met dabei und einen Touch Vanille. Die Vanille riecht man. Ja. Riecht man raus. Und natürlich konnte man an diesem Wochenende im ganzen Schlosspark flanieren und die womöglich letzten beiden sommerlichen Tage genießen. Gut schlafen, das klingt so einfach und kann doch so schwer sein. Wir zeigen Ihnen den Weg zum erholsamen Schlaf. Als Zentrum für körpergerechte Schlafanpassung sorgen wir dafür, dass Ihr neues Bett genau zu Ihnen passt. Ergonomisch angepasste Matratzen unterstützen Ihren Körper in jeder Lage. Finden Sie die idealen Voraussetzungen für einen gesunden und erholsamen Schlaf im Bettenland Weißenfels. Auch am kommenden Wochenende ist wieder so allerhand los hier bei uns im Borgenlandkreis. So unter anderem der Mölzer Herbstmarkt. Ja, was es sonst noch so gibt, das haben wir für Sie wieder zusammengestellt in unseren Veranstaltungstipps. Jetzt ist es wieder soweit. Der traditionelle Mölzer Markt steht vor der Tür und dann herrscht in der kleinen Stadt wieder der Ausnahmezustand. Es erwartet Sie wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen und Höhepunkten. Ein großes Mittelalterspektakel lockt so allerlei Gaukler, Ritter und Kaufleute auf den Altmarkt an die Stadtkirche. Höhepunkt dabei ist die historische Schlacht um 1080 bei Hohenmölzen zwischen Kaiser Heinrich IV. Und König Rudolf von Schwaben. Eine musikalische Weinschenke wartet an 3 Tagen mit edlen Tropfen aus der Saale-Unstrut-Region auf Sie. Am Freitag werden im Kaufhaus unter freiem Himmel weit mehr als 250 Händler, Kaufleute und Kräme in der Innenstadt erwartet. Laut der Regel der Benediktinermönche soll sich alles, was zum Leben notwendig ist, innerhalb der Klostermauern befinden. Bis heute sind die Klosteranlagen so angelegt, dass Gebetsbereiche und Arbeitsbereiche getrennt sind. Der St. Galler Klosterplan galt vielen Klöstern als Vorbild und Orientierung. Schüler der Arbeitsgemeinschaft Geschichte des Burgenland-Gymnasiums Laucha stellen am Samstag, den 7. September, den mittelalterlichen Klosterplan vor und erkunden mit dir gemeinsam, was davon noch im Kloster Memleben zu finden ist. Anschließend kannst du dich mit allen Teilnehmern selbst am Bau einer Klosteranlage versuchen. Beginn ist hier um 14.30 Uhr. Nähere Informationen erhältst du unter www.kloster-memleben.de. Mit einer Festveranstaltung begeht die Evangelische Kirchengemeinde Zeitz am Samstag, den 7. September, die Gründung der Pfarrbibliothek in der Michaeliskirche vor 500 Jahren. Nach dem Festakt kann die wertvolle Bibliothek sowie der Plakatdruck der 95 Thesen Martin Luthers aus dem Jahr 1517 dort betrachtet werden. Ebenfalls finden Führungen durch die Kirche statt. Ausgewählte Raritäten werden an diesem Tag in der Pfarrbibliothek ausgestellt. Ein kulturhistorisch wertvolles Exponat, gestiftet von Familie Vogel, welches besonders die Beziehung von Zeitz als Stadt der Nachkommen Luthers unterstreicht, wird erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.
Gezeigt werden auch Gemälde mit Bildnissen von Paul Christian Mitternacht und seinem gleichnamigen Vater. Beide waren ehemalige Superintendenten in Zeitz. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Prägung der Sondermünze 500 Jahre Pfarrbibliothek. In der Sakristei können Zeitzer Gesangsbücher betrachtet werden, bereichert und ergänzt durch eine außergewöhnliche Leihgabe aus dem Museum Schloss Moritzburg. Beginn ist um 15 Uhr. Passend zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus nimmt am Samstag, der Tag des offenen Denkmals, das Bauhaus zum Anlass, Umbrüche in Kunst und Architektur in den Mittelpunkt zu stellen. Das Kapitol Zeitz wurde 1928 als Kino eröffnet, von 1999 bis 2004 zum Theater umgebaut und zählt zu den Bauwerken der Moderne in Sachsen-Anhalt. Zum Tag des offenen Denkmals erwartet Sie ein abwechslungsreicher Rundgang durch die vielfältige Palette der Theatertechnik, vom Notstromaggregat, der Sprenkleranlage, dem versenkbaren Orchestergraben, den Kulissenzügen bis zur Ton- und Lichttechnik. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind unter 03 441 83 291 erforderlich. Die Führungen finden um 12 und um 16 Uhr statt. Traditionell am 2. September-Wochenende strömen tausende Weinfreunde zum Feiern nach Freiburg. Erleben Sie das Winzerfest in Freiburg, Mitteldeutschlands größtes Weinfest. Ein großes Saale-Unstrut-Weindorf sowie ein buntes Musik- und Showprogramm auf allen Festplätzen der Stadt. Seien Sie gespannt auf eine Vielfalt an Weinen und feiern Sie mit den Saale-Unstrut-Winzern. Probieren Sie die Weine auf dem Marktplatz, der sich an diesem Wochenende in ein Weindorf verwandeln wird. Ebenso finden wieder Kellerführungen am Samstag und Sonntag statt. Am Winzerfest Sonntag wird um 17 Uhr die neu gekrönte Gebietsweinkönigin mit ihrem Gefolge im herzoglichen Weinberg erwartet. Das komplette Programm gibt es unter www.weinregion-saale-unstrut.de. In Teuchern konnte man am vergangenen Wochenende ein Jubiläum feiern, denn das traditionelle Parkfest wurde 70 Jahre alt. Marie-Louise Luther berichtet. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Das Parkfest in Teuchern hatte wieder viele Gäste zu sich eingeladen. Und da es auch noch ein rundes Jubiläum war, wurde das auch ausgiebig gefeiert. Zum 70. Mal feierte man in Teuchern und dieses Mal meinte es Petrus zu gut mit dem Wetter. Bei gefühlten 36 Grad war es dann doch ziemlich heiß. Was aber die Jungs von den BLK Underdogs nicht davon abhielt, mit den Kids einige Spiele zu machen oder auch mal eine Defense auszuprobieren. Wenn Sie jetzt denken, wo habe ich diesen Begriff schon mal gehört? Schauen wir einfach mal auf unsere Sendung vom 23. April zurück. Die Underdogs sind nämlich die Neuen der SG Trebnitz und sind im Football tätig. Seit dem vergangenen Jahr gibt es sie nun, die Footballmannschaft, die in Trebnitz trainiert, und die Jungs haben immer noch Bock, dass noch mehr Menschen auf sie aufmerksam werden und sie den ein oder anderen mal animieren, an einem Training teilzunehmen. Genau, wir suchen immer Leute, sind immer auf der Suche nach Leuten, egal welche Altersklasse. Jeder ist hier herzlich willkommen. Erstmal ist das Ziel Spielbetrieb für eine Männermannschaft, also ab 18 Jahren. Aber nächstes Jahr wollen wir auch mit einem Jugendteam starten. Also kann auch jeder kommen, egal ob 18 oder älter oder jünger, alles egal. Thank you.
Deswegen sind sie auch beim Parkfest, denn früh übt sich schließlich, wenn man mal ein Footballstar wie Tom Brady oder aber auch ein Aaron Rodgers werden will. Im Oktober wollen die BLK Underdogs zeigen, was sie können. Wann genau, erfahren Sie natürlich bei Ihrem BLK Regional TV. Beim Parkfest gab es natürlich auch beim Rummel einiges zu erleben, auch wenn, wie gesagt, das Wetter dann doch wohl eine Schippe zu warm war. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Es hört nicht auf mit den Geburtstagsfeiern. Auch das Zeitzer Kampfsportzentrum erwartete am Samstag viele Gäste, denn der Verein beginnt sein 10-jähriges Bestehen. Aber hier kamen nicht nur Gratulanten, hier wurde auch gekämpft. Auf 10 Jahre kann man beim Zeitzer Kampfsportzentrum zurückblicken. Und so stand am Samstag ein Jubiläumslehrgang in der Turnhalle der berufsbildenden Schule auf dem Programm. Denn nur feiern ist bei den Kampfsportlern nicht angesagt, trotz tropischer Temperaturen. Begonnen hatte es im August 2009 mit 8 Leuten. Schon zum Jahreswechsel zählte der Verein 36 Mitglieder. Und inzwischen ist die Zahl auf 120 angestiegen. Anke Luksch ist stolz auf ihren Verein. So, heute findet ja so eine kleine Feier statt, aber ihr kämpft auch. Ja, wir kämpfen nicht. Also wir haben einen Lehrgang. Wir haben unsere Freunde, die uns von Anfang an begleitet haben, wie eben gerade der Thorsten Fischer aus Chemnitz, eingeladen, mit uns zu trainieren, mit uns noch mal ein bisschen was zu tun. Und es ist ja, wir sind ein Kampfsportverein und da muss man auch ein bisschen was zum Sport tun. Natürlich feiern wir auch, aber wir, vor allen Dingen wollen wir miteinander trainieren, denn das macht es ja aus. Einen ausführlichen Beitrag über die Geschichte des Zeitzer Kampfsportzentrums sehen Sie in unserer aktuellen Sendung am Freitagabend. So, liebe Zuschauer, jetzt erfahren Sie ganz einfach, weshalb wir heute hier in Mücheln sind. Denn die neue Saison hat für die Kegler ja noch nicht begonnen. Trotzdem traf man sich am Samstag hier an der Kegelbahn. Weshalb? Das sagen wir Ihnen jetzt. Am Samstag war es soweit bei den Geiseltaler Wölfen. Und wie bereits erwähnt, die Saison hat ja noch gar nicht begonnen. Aber trotzdem war hier auf Ihrer Anlage so allerhand los. Können Sie doch jetzt eine niegelnagelneue Bahn Ihr eigen nennen. Und das wurde am Samstag verständlicherweise gebührend gefeiert. Nach dem offiziellen Teil mit Begrüßung und den entsprechenden Danksagungen für die Unterstützung, die dem Verein zuteil wurde, rollte sie auch gleich wieder, die Kugel. Mücheln's Bürgermeister Andreas Markgraf ist stolz auf die neue Kegelbahn. Ja, es ist ein bewegender Moment gerade gewesen. Mit welchen Empfindungen sind Sie als Bürgermeister heute hierher gekommen? So eine tolle Kegelbahn. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Zum einen der Verein selbst mit seinen Mitgliedern, die ja wirklich auch viel Arbeit hier geleistet haben. Und natürlich stolz, dass wir jetzt so eine wunderschöne Kegelanlage hier haben. Mit der Hoffnung natürlich verbunden, dass wir es jetzt endlich schaffen. Wir Müchelner unterhalten wir, oder Geiseltaler, muss man schon sagen, zusammen, dass es dann wirklich im nächsten Anlauf klappt. Aber auch ich möchte nochmal Danke sagen an meinen Stadtrat, der hier gesagt hat, jawohl, wir nehmen die 2 Bahnen, die letzten noch in die Finanzierung auf. Und natürlich Sponsoren.
aber natürlich auch der Fördermittelgeber, der gesagt hat, wir stellen hier diesem Verein das Geld zur Verfügung, weil es ist natürlich schwer, aus dem städtischen Haushalt 6 Bahnen alleine zu finanzieren. Deshalb an alle Beteiligten einen großen, großen Dank. Dann wollen wir die ruhig auch mal benennen und öffentlich sagen. Wer war hier der Geldgeber? Wer hat hier wahnsinnig mit unterstützt? Also zum einen der Verein selbst, der Verein SV Geisendamücheln mit seiner Abteilung Kegeln, die Saale-Sparkasse, die MÜG, eine Entsorgungsgesellschaft aus Brandspetra, die schon jahrelang Hauptsponsor hier mit ist. Das ist die Wärmeversorgung Mücheln. Das sind aber auch viele kleinere und das macht mich auch so stolz, dass gerade kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, diesen Sport mit unterstützen. Das ist zum Beispiel Udo Boss Google mit seiner Firma BUE Umwelttechnik, Anlagentechnik. Das ist ein Wirtshaus in einem Ortsteil Branderoda, wo der Geschäftsführer, der Inhaber selber mitkegelt. Das ist ja das Schöne, dass es auch so ein bisschen familiär wird. Und natürlich der Fördermittelgeber, das Land Sachsen-Anhalt. Und da muss man aber auch den großen Dank nochmal an den Kreissportbund geben. Der hat ja die Prioritätenliste festgelegt und der Kreissportbund hat sich für Mücheln, für unsere Kegler entschieden. Auch dafür einen großen, großen Dank. Ja, und jetzt bleibt uns nur noch eins, einen Daumen zu drücken, dass es jetzt in dieser Saison klappt. Ein Daumen reicht nicht. Jeder zwei, die er hat, jeder Geiseldaler zwei Daumen, dass es diese Saison klappt. Aber ich glaube, man muss sie auch nicht unter Druck setzen. Das ist eine neue Anlage, sie müssen sich alle eingewöhnen. Und es ist wichtig, in der neuen Saison Fuß zu fassen, denke ich, vorne mitzuspielen, vielleicht auch den einen oder anderen zu ärgern. Und ich denke, wir sollten im nächsten Jahr dann groß angreifen. Wenn es dieses Jahr klappt, alles gut, wenn nicht, ist es nächstes Jahr. Dankeschön und schönes Feiern heute noch hier. Andreas Kühn konnte sich den Worten von Andreas Markgraf nur anschließen. Er ist ebenso dankbar dafür, dass sie jetzt eine so tolle Kegelbahn haben. Und dass sie es vor allem bis zum Einweihungstermin gepackt haben. Andreas, es ist ein toller Moment heute. Bewegender Moment auch. Ich habe ja gerade mit dem Bürgermeister schon gesprochen. Wie geht's dir oder wie geht's euch? Ja, uns allen fällt ein Stein von Herzen, dass wir endlich das Material haben, was wir brauchen, um unsere sportliche Zukunft zu sichern. Es war ein großer Aufwand, den wir in relativ schneller, kurzer Zeit bewältigt haben. Und jetzt sind wir froh, dass alles funktioniert. Wir haben heute früh noch einen letzten Mängel abgestellt, auf den letzten Minuten. Die Firma Möckel hat uns da wirklich nochmal groß geholfen. Und jetzt können wir entspannt auf die neue Serie warten und einstimmen. Bevor wir zur neuen Saison jetzt kommen, erstmal noch, euer Bürgermeister hat mir gerade gesagt, dass ihr eine unheimliche Leistung vollbracht habt. Jetzt der Verein, er hat jetzt die Sponsoren genannt, die Unterstützer des Land Sachsen-Anhalt. Aber jetzt geht es mir eigentlich um euch. Wie habt ihr die Ärmel hochgekrempelt? Was habt ihr hier geleistet? Ja, wir haben die Vorarbeiten gemacht. Wir haben über 20 Tonnen Beton rausgestemmt, haben Malarbeiten, haben Elektroarbeiten gemacht und haben der Bahnbaufirma Möckel immer zur Hand gereicht, wenn Not am Mann war, immer mit angefasst, haben Transportarbeiten gemacht. Also es war schon heftig. So, dann komme ich jetzt zur Saison, zur neuen. Wir wollen mal jetzt ins Sportliche reingehen. Es geht ja bald los. Ja, wir haben nächste Woche haben wir Pokalstart gegen Kaiserslautern am 7. September und am 14. haben wir Auswärtsstart in Elsterwerda und dann am 21. steigt dann das erste Heimspiel gegen Aufsteiger Schafstedt. Ja, wir haben, wie gesagt, 7 Jahre kein Heimspiel mehr verloren, aber diesen Heimnimbus müssen wir uns erst wieder arbeiten, neues Material. Wir kommen ganz gut zurecht, aber wir haben bis jetzt noch keinen Vergleich gehabt von auswärtigen Mannschaften. Also wissen wir noch nicht so, wie wir wirklich dastehen. Und da sind wir jetzt gespannt. Und ich denke mal, in den nächsten Wochen werden sich die Leistungen festigen. Und dann gucken wir mal gegen Schafstädter. Schon nächste Woche gegen Kaiserslautern, das wird die erste echte Standortbestimmung werden. Hat sich am Team was geändert oder seid ihr alle noch voll besetzt? Gibt es Neuzugänge oder Abgänge hoffe ich mal nicht, aber... Doch, wir haben leider 2 Abgänge gehabt in Florian Erdmann, der ist zurück nach Ortruf zu seinem Heimatverein. Wird dort in der 2. Bundesliga spielen, in der Ostmitte. Und der Sven Trenkler, der ist zurück zu Kleeblatt Berlin. Aber beide aus familiären, nachvollziehbaren Gründen. Und als neuen Mann haben wir den Udo Volkland vom Liga-Konkurrenten Leitzgau dazugekriegt. Ein Top-10-Spieler, aber auch schon deutscher Meister bei den Senioren. Passt natürlich in unser Oldschool-Team, aber wir hoffen ja mal, dass wir mit der neuen Bahn dann auch endlich mal wieder ein paar junge Spieler zu uns kriegen. Ich wünsche heute mal noch viel Spaß beim Feiern. Ja, und für die Saison, dann drückt mal den Daumen. Ich habe gehört, als schon vorhin, nicht nur einen Daumen, wir sollen alle Daumen drücken. Ja, alles, was man hat. Wir freuen uns von jeder Unterstützung. Dankeschön. Danke. Und dem können wir uns nur anschließen. Na dann, gut Holz, den Geiseltaler Wölfen. Alles gut, alles gut. Und vielen Dank, dass alle Spaß. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir noch die Sportergebnisse vom Wochenende für Sie. Also wer hat wie gegen wen gespielt? Hier unser Sportblick.
Der Sport im BLK TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. In der Fußballverbandsliga unterlagen die Blau-Weißen zu Hause mit 0:1 dem FSV Wahrleben. Und auch die Mannen vom SSC Weißenfels konnten leider beim SV Westerhausen nicht punkten. Die Begegnung endete mit einem 3:1 für die Gastgeber. In der Landesliga Süd musste am Samstag Rot-Weiß Weißenfels eine Niederlage einstecken. Sie unterlagen zu Hause mit 0:3 der Elf aus Piesteritz. Die Kicker vom SC Naumburg hingegen fuhren mit einem 4:1 gegenüber der Elf vom SV Friedersdorf einen klaren Sieg ein. In der Landesklasse 7 wurde die Begegnung SV Eintracht Gröbers gegen SV Großgrimma abgesagt. SV Braunswetra unterlag zu Hause mit 0:2 der zweiten Mannschaft vom 1. FC Merseburg. RSK Freiburg verlor ebenfalls auf heimischen Rasen knapp mit 2:3. BSC Laucha trennte sich am Ende der Begegnung mit einem 3:1 von Wacker Wengelsdorf. Die Kicker vom SV Burgwerben konnten ihren Heimvorteil nicht nutzen und unterlagen zu Hause mit 1:4 der Mannschaft vom VfB Nessa. Und für die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels hieß es am Ende der Begegnung 3:3 unentschieden. In der Handball-Oberliga hatte am Samstag der HC Burgenland die Mannschaft vom EHV Aue zu Gast. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten lief es in der zweiten Halbzeit wesentlich besser und die Domstädter erkämpften sich mit 30:24 die ersten zwei Punkte gegen einen starken EHV. In der Handballverbandsliga unterlag die zweite Männermannschaft von HC Burgenland zu Hause mit einem Endstand von 19:20 dem Team vom Landsberger HV. Und der WHV 91 kehrte am Samstag mit einem 29:36 Auswärtssieg vom BSV Fichte Erdeborn zurück in die Saalestadt. Der Sport im BLK TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren wieder interessante Themen auch für Sie mit dabei. Ja, was bleibt mir jetzt noch? Ihnen erstmal eine schöne Woche zu wünschen und wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei Ihrem BLK TV. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.